Katas sind Affen und Affen können klettern. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die immer wieder in der Transportbox am Eingang sitzen. Die hauen einfach ab. Ich sehe die Meldungen nicht. Und wir müssen das Gehege irgendwie klettersicher machen. Ich habe dann schon mal rumgeschaut, ob ich irgendwo in den Menüs was finde dazu. Habe festgestellt, dass das mit diesem Gehegetyp gar nicht geht, mit den Mauern. Wir müssen das einmal umbauen. Wir brauchen da tatsächlich andere Barrieren. Und Holz. Guck mal hier. Es gibt ja noch Menü mit Gehegeumriss und Barriere oben gewölbt. Beim Holz gibt es mehr. Klettersicher? Nein. Links, rechts. Beides. Und beim Glas? Wie ist es da? Glas geht nicht klettersicher. Das ist natürlich blöd. Aber ich glaube, die können auch Glas nicht hochklettern. Das wäre jetzt wirklich ein schöner Zufall, wenn sie das könnten. Nur das Holz können wir klettersicher machen. Und die Hecke. Also. Nehmen wir jetzt Holz? Ja, wir nehmen Holz. Einmal hier. Holz. Klettersicher in beiden Richtungen. Und machen so weiter. So, einmal rundherum. So, bitteschön. Einmal Holz. Einmal an beiden Seiten klettersicher. Und dann haben wir doch bald hoffentlich Ruhe, oder? Hier die bauen wir noch um auf Holz. Damit das alles einen einheitlichen Look hat. So, bitte einmal bis hier. Alles Holz. Und hier bitte wieder klettersicher. Und hier machen wir das Ganze nochmal. Holz, klettersicher. So. Und jetzt lassen wir das mal laufen. Und gucken mal, ob das weiterhin Probleme gibt. Außenmodus machen wir aus. Und dann kann es weitergehen. Hoffentlich nie wieder mit Problemen hier bei meinen kleinen süßen Äffchen. So. Und wir probieren jetzt was aus. Ob wir das auf 2 Meter runterschrauben können oder auf 3? Ja, das machen wir nochmal. Ich will das nicht so hoch haben. Das sieht nicht so schön aus. Einmal rundherum markieren. 5 Meter. Wir machen mal 4 Meter. So, wir müssen es ja auch nicht übertreiben, ne? Dann sieht das auch alles ein bisschen freundlicher aus, oder? Die Katas, die haben auch schon eine Infotafel. Die ist hier. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken. Die Wölfe hier, die wollen ja noch immer nicht so richtig sich fortpflanzen. Was ist jetzt schon wieder los? Ich sehe wieder nur... Ne, da ist noch einer. Vielleicht müssen wir hier die Stimmung noch ein bisschen erhöhen. Och, das ist doch eigentlich alles perfekt, oder? Alpha-Weibchen und er hier. Auch gut. Legt los, bitte. Wisst jetzt nicht, was euch noch fehlt. Vielleicht können wir noch ein bisschen... ein bisschen Wald hier reinbringen. Ja, das machen wir noch. Ah, wir gucken nochmal. Was er gerne hätte. Tiger, gemäßigt Tundra. Und minus 8 Grad. Das können wir auch nochmal überprüfen. So. Könnten wir nochmal, ah ne, die Reichweite machen wir noch ein bisschen größer. Die Temperatur, die können wir jetzt nochmal. Senken. Minus 8. Hier machen wir das auch nochmal. Reichweite machen wir größer. So, minus 8. Größere Reichweite. Technikforschung abgeschlossen, okay. So,
minus 8. Hängt ein bisschen so. Und Reichweite groß. Und dann wird das doch perfekt für euch, oder? So. Bahnt sich da was an? Hm? Na? Vertragt euch doch bitte ein bisschen besser. Kann ich irgendwo mal sehen, wann die trächtig werden? Nee, ne? Kein Nachwuchs, na. Wir gucken nochmal. Wir machen das nochmal perfekt, das Gehege hier für euch. So. Erde oder Schnee? Ja, was wollt ihr denn haben? Entscheidet euch mal. Fels ist ja auch noch da. So, also, Europa, Nordamerika, Asien, da können wir eigentlich alles fast machen. Mhm. Was war das? Gemäßigt, Tiger, Tundra? Oder war das Graslandschaft? Das weiß ich jetzt schon gerade wieder nicht mehr. Glückwunsch. Tundra, gemäßigt Tiger. Ein Kontinent. Europa, Asien. Zu lange eingesperrt. Wir schaffen es immer noch irgendwie raus. Ist mir unklar, wie. Also nochmal die Kontinente. Nordamerika war es noch gewesen. Jetzt gehen wir nochmal gucken. Baum fahren. Bepflanzung, da geht noch ein bisschen mehr, okay. Eine Lerche, genau. Ach, das ist doch schön, oder? Die kommt mal hier unten rein. Was haben wir noch? Noch was Schönes Großes irgendwie. Eine Zypresse. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? So. Jetzt gibt es überhaupt keinen Grund mehr, unglücklich zu sein. Ich bitte euch. Technikforschung abgeschlossen. So. Neue Designs. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das ist fertig. Okay. Dann nehmen wir jetzt doch mal die Annabelle und die sollen wir hier Indien erforschen, damit wir hier einfach mal ein bisschen Design reinkriegen, obwohl, nee, Indien ist gar nicht unbedingt das, was ich brauche. Ich bin momentan ach, ich mach mal die was nehmen wir? Strom, nein. Design Klassiker, hier, bitteschön. Ihr fühlt euch jetzt richtig wohl, oder?
Qualität der Mahlzeiten. Was können wir denn da machen, bitte? Nochmal irgendeinen Wolf hier reinsetzen, wäre noch schön. Aber auch da wird es wieder mit Sicherheit gerade nichts geben. Ah, zwei Männchen, das ist natürlich auch nicht unbedingt gut, oder? Vielleicht möchte irgendjemand von den beiden, dann sollen sie ein bisschen Revierkampf machen. Aber irgendeiner vielleicht mal die gute Dame begatten. Also Qualität der Mahlzeit des Tieres. Die letzte Mahlzeit. Ha. So, die Katas. Ja, Springbock ist trächtig. Wie geil. Okay, das ist doch schön. Das ist doch mal schön. Super. Wie lange dauert das jetzt? Kriegen wir das in irgendeiner Weise raus? Im Juli. Super gut. So, was ist mit euch los? Eine Sache würde ich jetzt gerne mal probieren. Den ist ein Mitarbeiterweg, der ist noch nicht fertig angeschlossen. Okay, das machen wir gerade. So. Hier ist nichts los, ne? Es gefällt euch hier nicht so. Eignung, da können wir jetzt vielleicht schon mal was machen. Nee, ist noch in der Erforschung. Also wie kommen die Katas hier raus? Ist mir echt immer noch ein Rätsel. Ich glaube, ich mache die Barriere doch wieder hoch, weil seitdem wir so runter gemacht haben, ist schon wieder ein Cutter irgendwie entwischt. Fünf Meter, bleiben wir dabei. So. Aber ich würde gern was machen. Und zwar haben wir doch so eine Art, wo ist es hier? Schienenschleuse. Und da können wir doch eigentlich... Weil ja die Katas es zulassen, dass Leute hier durchlaufen können. Die Schlange? Nee. Jetzt ist die Frage, wie können wir da einen Weg durchlegen? Muss es doch irgendwelche Gelände oder sowas geben, ne? Gasteinrichtungen, Betriebsmittel, nee. Barrieren. Gästetor. Es war keine Schienenschleuse, es war ein Gästetor, würde ich sagen. Okay. Du bist verletzt. Muss der Tierarzt kommen. So. Abgottschlange.
Das ist gut. Jetzt können wir auch... Ja, hier ist ein kleiner Revierkampf. Okay. Das ist natürlich jetzt das Problem mit zwei Männchen da drin. Alles rein. Für die Katas haben wir was Neues. Das ist doch schön. So, also das war Murks. Machen wir erstmal wieder die Holz. Das Holzding hin. So. Wie kriegen wir das hin? Hölzerner Gehegeeingang. Gästetor. Gehen wir von hier ins Katagehege rein. Also muss erstmal dieser Baum hier weg, oder? Ich werd wahnsinnig. Wie schafft ihr das? Jetzt habe ich dich wenigstens erwischt. Wo kommt ihr hier raus? Ich würde es ja echt gern noch mal sehen. Ich schiebe jetzt das Ding nochmal ein Stückchen weg oder könnt ihr Glas hochklettern? Durstig? Essenstablett, ach wie schön. Futterschüssel. Zerleitung. Wenn man sicherheitshalber hier noch eins daneben. Dann soll mal der Pfleger kommen. So, das jetzt gut geht. Ah. Ja, super. Verletzt ist hier William. Na toll, komm, trink was. Nimm einen großen Schluck. Oh, aber gerade noch so, ja. So, das heißt, wir sollten auch hier ein bisschen was zum Futter noch hin tun. Wenn die nicht so flexibel sind und sich das Zeug selbst holen. Futtertrog groß. Futtertablett, oder? Einmal hier hin. Wahnsinn. Leute, ihr macht mich echt krank. Können die noch immer über das Glas abhauen? Ich habe ja auch noch nicht rausgefunden, wie die ausbüchsen. Müsste man sich jetzt auch mal anschauen.
So, Lebensqualität durch Futter. Vielleicht haben wir da mittlerweile was. Da war ja nochmal Forschung fertig geworden. Beschäftigungsfutterbox. Perfekt. So. Zu wenige ausgewachsene Tiere. Jetzt gucken wir mal, wenn ich dann noch mehr reinsetze und die mir immer noch abhauen. Sollte die mal im Auge behalten, oder? Du planst doch schon wieder was. Ich sehe dir das doch an. Nee. Ich glaube, ich lasse das nochmal mit dieser Besucherschleuse, bis ich das Problem im Griff habe. Weil ich bringe ja nur wieder eine Möglichkeit mehr rein. Was haben wir? Springbock. So, ihr seid fertig erforscht. Ah, hier passiert noch irgendwas. Das ist nicht gut mit dem zweiten männlichen Wolf hier. Und einem Weib, das geht nicht gut. Ach schön. Nachwuchs. So, Straußen. Seid ihr die Neuen? 2 Jahre alt? Nee, ihr seid schon. Ihr seid die Erfahrenen. Da. Oh, hallo. Wollen wir mal gucken, ob wir da jemanden schon mal loswerden können. Das macht keinen Mist jetzt, bitte, ja? Was machst du im Handelszentrum? Zu alt. Wie süß. 21,7. So. Moment, wir gucken erstmal nach den Geschlechtern. Bevor ich hier einfach meine Straußen wegschicke. Unterwegs, Ziel, Gehege 2. Eiber habe ich genug, oder? Ob dich noch jemand will, ist die Frage. Und hier? 2 Jahre. 17 Jahre. Ein bisschen was Adultes müssten wir hier nochmal hier behalten, ja. Gehen wir mal ins Handelszentrum und gucken dort. Handeln oder freilassen ist egal, also kommst du direkt weg. Tschüss, viel Spaß in der Wildnis.
So. Springbock. Jetzt hat man auch noch Springbock hier irgendwie so in der Liste. Da. Wir gehen mal hin. Hallihallo. Was süß. So. Mit den Wölfen, das läuft nicht sonderlich gut. Wir gucken uns das mal an. Vielleicht nehmen wir doch den einen wieder raus. Das ist viel attraktiver. Den lassen wir, das bringen wir jetzt über die Zeit, oder? Nur Probleme hier. Muss mal der Tierpfleger kommen. Das läuft echt nicht gut. Also es muss einer raus und ich nehme jetzt... Ich nehme den alten, weil mit dem ging ja sowieso nicht viel. Verabschieden wir uns von dir jetzt. Jetzt ist die Frage, was wir für dich noch bekommen. Er nimmt mit dem Alter keiner mehr, oder? Lass ihn frei. Was wir haben, haben wir. So. Es ist nur die Ernährung, die wirklich schlecht ist. Das Vivarium, ja, da können wir jetzt noch nicht wirklich viel machen. Oh, jetzt sind die wieder da. Ich werde wahnsinnig. Was haben wir denn jetzt? Die Schlange. Für die können wir noch was Neues machen. Sitzt hier, ne? Wenn es mich nicht täuscht. Nö, die war da. Was können wir denn da jetzt machen? Wir gucken einmal durch. Hier nix. Temperatur ist fast gut. Feuchtigkeit auch. Wir stellen jetzt noch ein Klimagerät daneben hin. Ist auf 24 eingestellt. Wie warm ist es hier? 28. Passt mal auf. Dann machen wir hier die Temperatur ein bisschen hoch. So. Müsste das besser werden hier. Essen gut. Temperatur perfekt. Feuchtigkeit okay, das passt. Hat das bestimmt wieder in Transportbox, oder? Nein. Ausgebüxt wahrscheinlich. Ha. Ja, zufrieden, gell? War das vielleicht doch die Höhe hier? Hm? Höhe und Kletterschutz in Kombi? Und das Häuschen mehr zur Seite getan? Sind die darüber gesprungen wahrscheinlich? Das sieht denen auch ähnlich, oder? So. Ich guck mal, ob wir noch Katas finden. Kann sich hier ewig dran aufhalten an so wenigen Tieren, aber man will es ja auch schön machen für die. Muss ja am Ende auch alles passen. Katterweibchen. Aufnehmen. Verlegen. Hierhin bitte. Sehr schön.
Und nochmal. Was ist denn jetzt schon wieder? Tierpfleger rufen, ja. Und? Wo bleibt er bitte? Wie sieht's auch aus? Das ist unglaublich. Ja, renn. Du machst es ganz eilig. Wir machen hier noch eine weitere Tierpflegerhütte hin. Och, jetzt ist aber doch mal gut, Leute, oder? Sozialverhalten. Stress. Machen wir noch eine Rückzugsmöglichkeit hin. Gras lang. Ach komm, das kann's doch nicht sein, bitte. Gut, also gibt es auf jeden Fall noch einen Rückzug. Tierpfleger, kommt doch. So, und jetzt müssen wir noch mal gucken, dass wir das Gelände noch ein bisschen besser hinbekommen. Jetzt geht's wieder hoch. Noch ein paar Schlafplätze rein, oder? Okay. Aber das Gelände war jetzt noch nicht so ganz top. Gras lang ist ein bisschen zu viel. Können wir gegen ein bisschen kurzes Gras austauschen? Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, nicht jetzt. Nee. So, kurzes Gras. Bin ja schon wieder, das ist ja, ach. Ach, hey, ich bin ja schon wieder zu blöd dafür. Mehr Erde. So. Noch mehr Fels. Noch langes Gras. Kurzes. So. Gucken wir mal, ob der Rest zufrieden ist. Ringbock, okay. Nein. Hier passt es auch. Und Warzenschweini, bleib stehen. Ach, alles top, oder? So, Warzenschweinweibchen. Wie schaut es damit aus?
Naja, nicht ganz das größte Tier, aber okay. Nehmen wir dich, oder? Nein, nehmen wir nicht. Das nehmen wir nicht. Das auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Kommen wir zu langsam. Suchen wir nochmal neu. Vielleicht ist noch was hinzugekommen in der kurzen Zeit. Viel zu teuer. Kann man also eigentlich alle paar Sekunden machen hier. Ich sehe keinen Wolf. Da hinten. Keiner trächtig von euch. Sowas. Viel Müll vorhanden. Kata, wunderbar. Ringbock ist fertig. Wir ziehen mal Johanna hier zu den Wölfen. So, da gucken wir auch noch mal rein. Oh je. Wie ich hier die Zeit vergesse. Guckt euch das mal an. Ist ja schon wieder die halbe Stunde durch. Einmal noch checken, ob wir einen weiblichen Wolf finden. Gut, die Kohle haben wir nicht. Und hier kriegen wir nichts. Alles klar, Leute. Wir machen eine Pause. Ich glaube, das mit den Cutters, das haben wir jetzt erledigt, das Thema. Nichts mehr mit Transportbox. Doch. Warum? Was läuft hier falsch? Das gucken wir uns beim nächsten Mal noch genauer an. Ganz verstanden habe ich es noch immer nicht. Können die irgendwie an dem Glas hoch? Wenn sie über das Glas weg? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie müssen die Leute ja auch hier reinschauen können, oder? Jetzt gucken wir eins nochmal an. Kriegen wir hier auch einen Kletterschutz? Nein. Kriegen wir hier, aber da kann keiner durchschauen. Hier nicht, da nicht, da nicht. Holz. Glas. Noch keine Ahnung. Müssen wir es noch höher machen? Dass die Affen so eine Herausforderung darstellen, das hätte ich nicht erwartet. So, 6 Meter. Ihr kriegt auch noch mehr. Ich gebe euch alles, was ihr braucht. Hauptsache, ihr bleibt da drin. Wir machen jetzt eine Pause und gucken mal beim nächsten Video, wie wir das hier noch auf die Reihe kriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.